Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe jetzt schon seit einigen Wochen den Gedanken bzw. das Interesse, mich mit Büchern zu beschäftigen, die als Akteure das Klima bzw. unsere Umwelt haben. Ich spreche da eher weniger von Sachbüchern als vielmehr von Romanen bzw. spielt der Genre da eigentlich gar keine große Rolle. Es ist sehr, sehr zweitrangig in diesem Interesse. Und ich habe vor kurzem eine E-Mail erhalten, eine Werbe-E-Mail, die ein Buch vorstellt, die genauso ein Akteur und genauso sein das Klima als Akteur beinhaltet, was mich sehr, sehr neugierig auf dieses Buch gemacht hat. Aber auch die Werbe-E-Mail klang sehr, sehr interessant. Und aus diesem Grund habe ich beim Verlag angefragt, ob sie mir denn dieses Buch zur Verfügung stellen würden. Und genau das haben sie getan. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und dafür möchte ich mich natürlich sehr, sehr gern bedanken, dass sie mir dieses Buch zur Verfügung gestellt haben. Um welches Buch spreche ich denn jetzt eigentlich hier so lange drum herum? Und zwar spreche ich über Klima, deine Zeit läuft ab, von dem Autorin David Klass, von dem Goldmann Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 412 Seiten und ist am 15. März 2021, also noch ganz frisch, in der Übersetzung bei uns auf dem deutschen Markt erschienen. Dieses Buch wurde von Thomas Bauer aus dem Amerikanischen übersetzt und der Originaltitel heißt Out of Time. So viel zu den Fakten zu diesem Buch. In dem Buch Klima verfolgen wir den Umweltaktivisten Greenman, welcher durch seine Anschläge die amerikanische Bevölkerung in Angst und Schrecken zum einen versetzt, aber auch zum anderen die Bevölkerung schlichtweg einfach spaltet. Denn Greenman verfolgt mit seinen Anschlägen ein Ziel, und zwar die Menschen wach zu rütteln, endlich etwas für unser Klima bzw. unsere Umwelt zu tun. Denn wenn wir jetzt nicht langsam anfangen, für unsere Umwelt einzustehen, geht diese Welt zugrunde und unsere Kinder und Kindeskinder irgendwann auch unter unnormalen Umständen zu leben haben. Und genau deswegen verübt Greenman diese Anschläge. Und weil bei diesen Anschlägen nicht nur Sachschaden entstehen, sondern eben auch unschuldige Menschen zu Opfer fallen, ist natürlich die amerikanische Justiz hinter Greenman her und verfolgt nun diesen, um ihn entsprechend hinter Gitter zu bringen. Und auch selbst bei den Ermittlungen spalten sich so ein bisschen die Geister, ob man ihn denn tatsächlich eigentlich finden sollte, denn der Gedanke, der dahinter steckt, kein falscher ist. So viel zum Inhalt des Buches, so viel möchte ich gar nicht verraten, aber ich denke, ich habe das Wesentliche zusammengefasst und euch einen kurzen Einblick in dieses Buch zu geben. Wie ihr vermutlich meiner Inhaltsangabe entnommen habt, hat dieses Buch zwei Handlungsstränge. Und zwar zum einen die Sichtweise von Greenman und seinen Befürwortern, also Familie, Freunde und so weiter, die im Wesentlichen die Taten billigen, um für das Klima einzustehen. Und zum anderen haben wir die Sichtweise der Ermittlungen, also des FBIs und der juristischen Seite. Und diese zwei Seiten sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, so die klassischen Thriller-Elemente, die hier vom Autor verwendet worden sind und prinzipiell eigentlich mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich aus diesem Grund auch immer mal wieder gerne einen Thriller lese. Durch die immer wieder wechselnden Sichtweisen sorgt das natürlich dafür, dass die Geschichte relativ flott erzählt wird. Und wir streckenweise auch tatsächlich so einen richtig schönen Page-Turner-Effekt haben und immer schnell die Seiten weiter lesen wollen, beziehungsweise die Geschichte weitererzählt bekommen wollen, was sich für einen Thriller immer sehr, sehr gut eignet. Aber nichtsdestotrotz hat dieses Buch in der Mitte tatsächlich seine Längen. Und das wird aus meiner Sicht hervorgerufen, weil die Ermittlungen irgendwann ins Stocken geraten und sie sich neu orientieren müssen, was völlig realistisch ist und mal auch hier und wieder erzählt bekommen den einen oder anderen Thriller, und das ist völlig okay, aber dieses Hinziehen,
dieser Ermittlungen bzw. dieses Steckenbleibens ist für mich tatsächlich zu lang. Und das sorgt für mich einfach für Längen, die ich so nicht gebraucht hätte. Zudem hätte ich mir dann gewünscht, wenn es schon diese Länge drin hat, dass der Autor es dann wenigstens geschafft hätte, mir in der Geschichte zu erzählen, wie, warum denn Queen Man ist, beziehungsweise seine Sichtweise noch mehr zu verdeutlichen, weil das ist aus meiner Sicht hier viel, viel zu kurz gekommen. Und zum anderen hätte der Autor in dieser Phase auch weiter seine Protagonisten ausbauen können. Also mir bleibt hier die Argumentation von Queen Man sehr, sehr oberflächlich. Ich hätte mir hier viel mehr gewünscht, dass wir erfahren, warum Queen Man deine Dinge tut, aus welchen Beweggründen. Ja, ein Stück weit wird das hier auch erklärt. Und ich habe es ja auch schon gesagt, er tut deswegen dem Klima und der Umwelt zuliebe. Aber ich hätte hier einfach noch ein bisschen mehr Erklärung erwartet, dass das, ja, Queen Man einfach nicht so, ja, so, wie soll ich sagen, so oberflächlich bleibt und einfach ihn noch mehr realistischer für mich gemacht hätte, wenn er noch mehr erklärt worden wäre. Zudem sagt die Geschichte, dass er mehrere Anschläge verübt hat, aber das Problem bei hier ist, dass wir nicht wissen, was er vorher getan hat. Also wir bekommen von zwei Anschlägen, also von einem, naja, so ein bisschen hier und da was mit, weil das die Geschichte so ein bisschen einleitet, und dann natürlich ein Anschlag, und da gehen wir zwar mehr ins Detail, aber ich hätte mir hier tatsächlich mehr gewünscht, dass wir auch von den anderen Anschlägen mehr erfahren. Wir erfahren nur, dass es so ist, dass sie gemacht wurden, aber nicht, was es war. Und das fand ich sehr, sehr schade. Das finde ich, das hätte der Geschichte überhaupt nicht geschadet, wenn wir das nochmal erzählt bekommen hätten. Und das hätte vielleicht auch diese Längen überbrückt, weil wenn wir da mehr Geschichte bekommen hätten, wäre das gar nicht so aufgefallen, dass wir hier eine Länge drin haben, wo ich finde, dass der Autor hier tatsächlich ja so ein bisschen seine Punkte verschenkt und mehr aus der Geschichte herausholen können, weil ich finde, die Geschichte an sich hätte viel mehr, ja, Details gebraucht, viel mehr, das Klima hätte viel mehr im Vordergrund stehen müssen, als es hier tatsächlich ist, weil ich hatte einfach das Gefühl, dass ich hier einen klassischen Thriller einfach in der Hand halte bzw. lese und dieser Akteur Klima eine Rolle spielt, aber nicht die zentrale Rolle, die ich mir gewünscht hätte. Was ich hier sehr, sehr gut gelungen finde an den Protagonisten und an der Geschichte, ist, dass die Zerrissenheit der Protagonisten sehr, sehr gut dargestellt ist. Und zwar haben wir zum einen Queen Man, der Anschläge verübt, um für das Klima einzustehen. Aber diese Anschläge, ja, sorgt auch oftmals dafür, dass unschuldige Menschen zum Opfer fallen. Und dieser Weg, den er da eingeschlagen hat, und diese Opfer bringen ihn tatsächlich an seine Grenzen, und diese Zerrissenheit spürt man sehr, sehr deutlich. Aber auch die Zerrissenheit der Ermittlungen, die diesen Queen Man fangen müssen, aber auch das Positive bzw. die Intention hinter diesen Anschlägen erkennen und die ja ebenfalls dadurch sehr, sehr zerrissen werden und hin und her schwanken und nicht wissen, was sie jetzt tatsächlich aus menschlicher Sicht tun sollen, was ich richtig gut gelungen finde. Und das kommt hier sehr, sehr deutlich heraus, was ich dem Buch für mich sehr zugute halte. Und um das nochmal zu verdeutlichen, möchte ich euch hier an der Stelle nochmal ein kurzes Zitat geben, beziehungsweise einen Gedankengang, der diese Zerrissenheit auf Seiten der Ermittlungen nochmal widerspiegelt. Und zwar spricht hier der, ja, Hauptermittler, den wir verfolgen, Tom, zu einer anderen Protagonistin, und er sagt: "Sie haben recht und ich stimme Ihnen da voll und ganz zu. Jeder Terrorist glaubt, seine Beweggründe würden sein Handeln rechtfertigen. Aber niemand hat das Recht, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen und vor allem unschuldigen Menschen zu töten. Wer das tut, ist ein Verbrecher und gehört vor Gericht." Er machte eine Pause und fuhr dann leise fort: "Aber, Liz, was ist, wenn es eine Ausnahme gibt, wenn in diesem einen einzigen Fall Queen Man recht hat?" Und
ich fand diesen Gedanken interessant und darüber habe ich tatsächlich auch sehr lange nachgedacht, weil das würde ja so ein bisschen auch diesen Spruch, der Zweck heiligt die Mittel, unterstützen. Und man sagt ja eigentlich, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und dieser Gedankengang fand ich sehr, sehr interessant und darüber habe ich auch lange nachgedacht und auch viel mit Menschen nochmal drüber diskutiert, weil, ja, wenn es halt kurz vor 12 ist, was mit unserem Klima und unserem Umweltschutz ist, dann muss man vielleicht auch zu härteren Mitteln greifen. Aber unschuldige Menschen sollten da trotzdem nicht zum Opfer fallen. Und das ist halt immer, ja, ich glaube, da wird es wahrscheinlich bei einem selbst auch nie eine Antwort finden, eine gerechte Antwort und eine Antwort, die einen selbst zufriedenstellt. Und ja, diese Zerrissenheit fand ich halt, wie gesagt, sehr, sehr gut hier dargestellt. Was mir ebenfalls sehr positiv gefallen hat, war, dass das Fracking, also das Beschaffen von Öl, von Erdöl, hier nochmal sehr, sehr gut beschrieben wurde und ich auch von dem Thema abgeholt wurde, beziehungsweise wie der Autor es beschrieben hat, abgeholt worden ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Fracking an sich verstanden habe und ich habe mich ehrlich gesagt auch vorher noch nie so wirklich hundertprozentig mit Fracking auseinandergesetzt. Ich wusste nur, dass es die Beschaffung von Erdöl aus dem Erdboden ist, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass durch eine bestimmte Mischung von einer Flüssigkeit, dass diese in den Boden gepresst wird und unter diesen Schieferplatten das Erdöl herausgeholt worden wird in Amerika. Das wusste ich zum Beispiel nicht und dass dieses Gemisch, dieses Flüssigkeitsgemisch sehr, sehr schädlich für die Umwelt ist. Ich wusste, dass Fracking generell sehr schädlich ist für die Umwelt, aber auch, dass diese Flüssigkeit, also dieses Misch aus chemischen Stoffen, Wasser und irgendwas ist da noch drin, ich habe es vergessen, und dass das sehr, sehr schädlich ebenfalls ist, das wusste ich nicht. Und was ich immer sehr, sehr schön finde, aber das sage ich sehr oft in Büchern, dass auch hier es nochmal dafür gesorgt hat, dass ich mich mit Fracking auseinandergesetzt habe und mir diesbezüglich auch noch mehr eine Meinung bilden konnte. Und das ist schon mal auf jeden Fall viel wert, dass man seine Meinung weiter ausbaut und sich auch mehr positionieren kann. Wie ich ja bereits angedeutet habe, sind mir die Charaktere, vor allem die Hauptcharaktere, sehr, sehr blass geblieben. Ich hätte mir hier gewünscht, dass die Protagonisten, vor allen Dingen Green Man, viel mehr Reibungspotenzial gehabt hätte. Weil ich finde, das gibt der Charakter auch von der Geschichte her schon einfach, gibt es einfach her. Und das hätte viel mehr polarisieren müssen. Ich hätte mich hier viel mehr an dem Charakter Green Man reiben wollen sollen. Und es ist einfach verschenktes Potenzial, wie ich finde. Wenn ich viel mehr mich gerieben hätte, hätte ich vielleicht mich auch noch ein Stück weit mehr in die Geschichte verlieren können. Hätte ich viel mehr nachdenken können. Aber so sind die Charaktere einfach nur blass geblieben, sind farblos fast sogar geblieben und sind total weit weg. Also das hätte auch sonst wo sein können und mir hätte jemand irgendwo die Geschichte erzählt. So hat es sich halt ein Stück weit auch angefühlt. Ich finde, dass auch die Charaktere hatten für mich auch irgendwo kein Leben so richtig. Das war, sehr, sehr schade und sehr verschenktes Potenzial, wie ich finde. Der Schreibstil des Buches ist, ich würde sagen, klassisch Thriller-mäßig. Er liest sich sehr, sehr gut für einen Thriller. Er liest sich halt sehr, sehr schnell weg. Aber man darf natürlich hier auch nicht übermäßig den literarischen Schreibstil erwarten. Das wäre aus meiner Sicht tatsächlich auch für einen Thriller sehr, sehr ungeeignet, wie ich finde. Ich finde, ein Thriller muss vom Schreibstil her sehr, sehr schnell zu lesen sein, aber er darf natürlich auch die eine oder andere Raffinesse haben, aber auch das findet man tatsächlich nicht. Er ist klassisch Thriller-mäßig, was ich ihnen an der Stelle gar nicht negativ anhaften möchte, obwohl ich sagen kann, dass ich die ein oder andere Raffinesse mir vielleicht doch gewünscht hätte. Ich möchte auch noch ein paar Worte zum Ende verlieren. Keine Angst, ich werde nicht spoilern. Aber ich muss ja einfach ein paar Worte zu dem Ende verlieren. Und zwar hatte ich bei dem Ende das Gefühl,
dass es zum einen sehr, sehr vorhersehbar war und zum anderen ich das Gefühl hatte, dass der Autor mit dem Buch einfach fertig werden wollte. Dass er hier eine Deadline reißt oder sonst gerissen hätte, hätte er dieses Ende nicht gewählt. Und das finde ich echt sehr, sehr schade, weil wenn der Autor hier ein Ende geschaffen hätte, was nicht vorhersehbar gewesen wäre und mich wirklich überrascht hätte, dann wäre es vielleicht auch noch ein richtig guter Thriller geworden, weil über die Länge hätte ich vielleicht noch hinwegsehen können und dass vielleicht noch die Protagonisten nicht ganz so stark gezeichnet waren, hätte ich vielleicht auch noch hinwegsehen können, wenn das Ende richtig gut gewesen wäre. Aber das Ende war für mich einfach nur so dahingeklatscht, wie ja, ich muss jetzt schnell fertig werden oder ich habe nicht mehr viele Seiten zur Verfügung oder was auch immer. Deswegen fand ich das ebenfalls nochmal sehr, sehr schade. Also ich kann dieses Buch nur sehr eingeschränkt empfehlen. Wenn ihr hier, wie ich, an dieses Buch herangehen wollt, wie das Klima ein Akteur darstellt, dann würde ich eher sagen, schnappt euch lieber ein anderes Buch, wo vielleicht der Akteur Klima oder Umweltschutz eine bessere Rolle spielt. Und wenn ihr ja einen normalen Thriller lesen wollt, grundsätzlich macht ihr natürlich nichts falsch. Also es ist kein so schlechter Thriller, dass man ihn in die Tonne werfen könnte, aber es ist halt auch kein herausragender Thriller, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Ende bin ich auch, um ehrlich zu sein, etwas enttäuscht. Ich habe mir hier viel mehr erwartet und hatte gehofft, dass ich in diesem Themengebiet vielleicht einen richtig guten Start habe, aber dem war leider nicht so. Ja, man kann nicht immer hervorragende Bücher lesen, man muss auch mal durch ja, eine kleine Durststrecke gehen, sage ich mal, obwohl das vielleicht auch ein bisschen ungerecht ist, wäre dem Buch gegenüber das zu sagen, aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach ein Buch, was ich nur sehr, sehr eingeschränkt empfehlen kann. Falls ihr dieses Buch, auch wenn es jetzt erst vor kurzem erschienen ist, doch schon gelesen haben solltet, würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns in den Kommentaren über dieses Buch austauschen könnten. Mich würde natürlich interessieren, ob ihr ebenfalls der Meinung seid, die ich habe. Und vielleicht seid ihr auch zu der ähnlichen Meinung gekommen wie ich. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir in den Kommentaren uns darüber austauschen könnten. Was mich auch noch interessieren würde, wäre, vielleicht ist ja unter euch jemand dabei, der die englische Variante dieses Buches gelesen hat. Und vielleicht ist die englische Variante ja um Längen besser und verschenkt nicht so viel Potenzial und der Verlust ist einfach bei der Übersetzung gekommen. Das würde mich noch sehr, sehr interessieren, ob die englische Variante hier in dem Fall einfach besser gewesen wäre. Genau, ich freue mich über einen Kommentar von euch über dieses Buch. Lasst uns über dieses Buch sprechen. Und ansonsten möchte ich trotzdem nochmal meinen Dank an den Verlag richten, die mir dieses Buch zur Verfügung gestellt hat. Eine kleine Bitte habe ich am Ende dieses Videos dann doch noch. Und zwar, falls ihr Bücher kennt, die mit den Akteuren Klima und Umweltschutz in normalen Romanen, egal was man Genre kennt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unter dem Video vielleicht den einen oder anderen Tipp mal für mich niederschreiben würdet. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten kann ich euch jetzt nur noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf, bleibt gesund wünschen. Bis zum nächsten Video, bis dahin, tschüss!